Hi Leute und willkommen zurück zu Metroid Dread. Wir sind dabei, zum Endboss zu gehen, hoffe ich. Und ich möchte noch mal direkt nach oben, weil zu unserem Schiff kommen wir leider noch nicht. Und gucken uns das Ganze mal da oben an. Itorash. Jo, gehen wir mal hin. Gucken, ob da noch eine ganze Welt auf uns wartet oder ob das wirklich dann nur noch der Endboss ist. Oh, der noch geschossen. Kommen wir auch noch zurück. Okay, Itorash, das ist ein Schiff. Hier ist nix, schätze ich. Nee, keine X-Parasiten, kein nix. Okay, gut. Wir sind voll. Was? Ich darf nochmal speichern. Das ist definitiv das Finale jetzt hier. Jo, wir sind voll. Wir haben gespeichert. Gut, dann probieren wir uns mal im Endboss. Okay, und jetzt? Wieso kann sie nicht hier vorne langlaufen? Moment. Da oben! War ich nicht schon? Doch, aber da komme ich nicht durch. Ich darf nicht durchfallen. Na toll. Hm. Okay, hilft mir jetzt nicht. Was soll mir das jetzt helfen hier? Okay. Das ist das Einzige, was ich machen kann hier, oder nicht? Nö, hier ist nichts. Ist hier vielleicht noch einen anderen Eingang? Kann ich hier was bedienen oder so? Nö. Jetzt einfach gar nichts. Was soll ich hier zum Teufel? Mal scannen. Okay, dann ist nur eins, was mir jetzt pauschal einfällt. Mal gucken, ob das funktioniert. Zack. Ups. Okay, das war wichtig. Ich habe doch hier eben gescannt. So, das ist mit kaputt gegangen durch die Bombe wahrscheinlich. So, Aufzug, jo. Was ist das denn für ein sinnloser Bereich? Wir haben unten irgendwas kaputt gemacht, das ist wahrscheinlich blöd gewesen. Aber wir kamen ja scheinbar auch nicht weiter. So, Kunstinfos. Es scheint, als hätte deine Metroid-DNS bewirkt, dass du zu einem Metroid wurdest. Normalerweise hätte das sofort nach der DNS-Transplantation geschehen müssen. Wir sind ein Metroid? Okay. Deine Tua-Gene müssen den Prozess verlangsamt haben. Die Tua waren der einzige Stamm, der die Metroids kontrollieren konnte. Auch wenn du ihre DNS besetzt, so bist du doch keine Tua. Deine physische Kraft liegt nahe, dass du auch Nokin DNS besetzt. Metroids wurden darauf programmiert, Nokin als Feinde zu erkennen. Daraus schlussfolgere ich,
dass deine Metamorphose wahrscheinlich durch Raven Geeks Angriff ausgelöst wurde. Seine Präsenz hat den Metroid-Killer-Instinkt in dir erweckt. Seitdem hat sich deine Metamorphose beschleunigt und ist jetzt unkontrollierbar. Na toll. Wir sind ein Versuchsobjekt gewesen. Du bist jetzt ein Metroid, Samus Aran. Deine Existenz ist eine Bedrohung für die Galaxie. Dennoch gibt es keinen Grund zur Sorge. Du kannst immer noch zum galaktischen Frieden beitragen. Du musst nur deine neuen Kräfte richtig anwenden. Befolge meine Anweisungen weiterhin so treu wie bisher. Das reicht schon, mehr musst du nicht tun. Dein Auftritt hier auf ZBR war höchst zufriedenstellend. Und zudem hat er wie erhofft auch deine Metroid-Kräfte erweckt. Es war richtig, dich bei unserer ersten Begegnung leben zu lassen. Der flüchtige Eindruck hat mich nicht getäuscht. Unterwirf dich und übergib deine Kräfte. Nur mein Plan kann Ordnung in der Galaxie herstellen. Ergib dich deinem Schicksal, Samus. Das ist ein Befehl. Ungehorsam wird nicht geduldet. Okay. Er hat die ganze Zeit mit uns gequatscht. Und nicht unser Raumschiff. Was? Okay. Kann theoretisch alles, was wir auch können. Nur noch mehr. Erstmal sehen, was alles so kann. Mann! Samus, mach einen vernünftigen Doppelsprung. Nicht immer nur gegen ihn. Okay. Bombt ihr uns aus dem Leben. Yo! Alter, geht der ab! Yo! Mann, Samus! Machen wir jetzt vernünftig hier. Alter. Okay, der geht ab. Ich glaube, der ist auch ziemlich schwer. Erst mit diesem, was er im ganzen Raum macht, dann müssen wir ihn ran und dann schlägt er uns direkt kaputt. Wow. Warum müssen wir uns eigentlich diese Sequenz die ganze Zeit angucken? Müssen wir nach oben gehen? Kann man das überspringen? Nee. Das ist ja dumm. Das kann ich überspringen, perfekt. Jau! Jau! Komm noch näher! Ja, ist okay. Soll ich denn das abweichen? Oh. Ja, Mann, Samus. Danke. Mir ist egal. Was ist das? Dann steckt er zu. Wow. Ist okay. Ist okay, meine Güte. Wow. Ne. Boah, hat der viele Fähigkeiten. Der ist schnell. Okay. Wow. Unser Vater ist ganz schön hart. Wow, ist der... gut. Ich muss einfach drauf klarkommen, was der alles kann. Und was ich wann am besten mache. Ich glaube, die Raketen sind gar nicht so verkehrt, aber... in der Luft sind wir relativ sicher, hoffe ich. Und weg ran. Und weg. Jo! Was? Warum denn durch den ganzen Raum?
wie ich dem ausweichen soll, keine Ahnung. Ah ja, ist okay. Oh, schon geht kaputt! Wow! Boah! Oh nein! Geh nach oben, Samus! Meine Güte! Kaputt! Geh kaputt, geh kaputt! Oh, gut, dass ich gesprungen bin! Upsa! Jetzt langsam. Yo! Der ist größer. Ist der größer geworden? Kaputt! Oh, scheiße. Okay. Nein. Kaputt. Oh, jetzt verprügelt er mich aber richtig. Nein, 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 nein. Uff. Ach, dieser Schlag, der ist so mies. Ja, das ist unfair. Das ist richtig mies. Ich kann doch nicht beiden gleichzeitig ausweichen. Uff. Alter, ist das unfair. Gut, dass wir viele Raketen haben, aber wow, heftig. Aber wir haben uns schon ein bisschen gesteigert. Krass. So. Okay. Spring. Ach, komm schon. Oh, das ist so mies. Ich will gerade meine Sachen aufladen, dann kommt so ein Scheiß. Verschwindet das auch irgendwann? Der wird einfach nur größer. Ah, das gibt's nicht. What? Dieser Schlag, ne? Soll ich ihm ausweichen? Autsch. Wieso? Ja, Samus. Genau das, was ich wollte. Oh, wow. Einfach nur wow. Wieso ist sie denn plötzlich aus dem Ball rausgegangen? Dieser Angriff, der quer durch den Raum geht, wo er mich dann voll gegen die Wand dasht. Alter, ist der heftig. Bin ich gefühlt so unfähig, dem auszuweichen.
Nice. Das ist so mies. Ach. Einzige Chance, wo ich Leben kriegen kann. Oh nö. Oh, das kann ich nicht kaputt machen, wenn das schon so nah dran ist. Und den kann ich nicht ausweichen. Ah, oh, jetzt geht das wieder los. Das ist mies. Ja, ich komm. Jetzt. Oh, jetzt habe ich es gesehen. Kaputt! Ah, ich war zu langsam. Ah. Der lockt mich damit übelst ran. Und kaputt! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Uff. Komm schon, geh kaputt, geh kaputt. Ah, Mist. Puh. Hier habe ich Zeit für eine Powerbombe, theoretisch. Man versucht auf Abstand zu bleiben und dann macht er den Mist. Oh, ist das mies. Puh, okay. Noch ein Versuch. Ah, vielleicht muss ich da die Powerbomb machen, wenn er da so dämlich steht. Aber wieso sagt er uns, dass das die Powerbombe so effektiv gegen ihn ist und sowas? Wenn er selber derjenige ist. Das ist wie damals der andere Boss, der es auch gemacht hat. Wow, schön. Ach, bleib ich doch. Ups. Mann, nach... Ah. Mann! Was ist das immer? Ja, und jetzt mal Clean Chef wieder. Und der mögliche... Ja, war klar.
so unfair, weil es gleichzeitig kommt. Ist okay. Aha. Gut auf. Ist der gut. Ah, reicht nicht. Ach, das war jetzt das. Okay. Na toll. Okay, wir sind in der Phase angekommen. Was ist denn das dafür gebrochen? Oh nein. Was? Ne, jetzt bin ich tot. Ah, komm schon. Wieso ist er denn jetzt an mich... Wieso hat er so komisch reagiert, wenn ich meine Bombe machen wollte? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Wow. Okay, gut. Der hat uns ganz schön kaputt gemacht. Wir werden das ein paar beenden und hoffentlich beim nächsten Mal kaputt kriegen. Ein bisschen haben wir es raus, aber der ist echt hart. Wow. Gut, wir beenden hier und bis zum nächsten Mal. Ciao.